Hey, geht mir rein, ich bin der Marc, der B-Mac, und heute spielen wir mal Rainbow Six 6 oder 6 Rainbow 6 Rainbow 6 Regenbogen 6, egal. Auf jeden Fall Siege, ein Ubisoft-Game, und ich glaube das erste Ubisoft-Game ever, das ich lustig finde. Habe ich mir gestern gekauft, und normalerweise bin ich so ein Mensch, der das Spiel kauft, dann spielt es 30 Minuten, dann spielt es nie mehr. Das ist hier nicht passiert. 4 Stunden oder so habe ich gerade ein Stück gespielt. Und Rainbow Six Siege ist mehr oder weniger Counter-Strike auf realistisch. Also, naja, realistisch, aber auf jeden Fall. Egal welche Waffe, ein Kopfschuss und du bist tot. Also, es ist sehr, sehr extrem. Und es hat verschiedene Klassen. Und es macht huere Spaß. Es gibt auch eine ESL Pro League, wenn, für all die, wo das E-Sport-mäßig spielen können, das machen. Ubisoft probiert da extrem das Ding zu pushen, und jetzt zeige ich euch einfach mal so ein bisschen frei von der Leber ein bisschen Gameplay. Ich persönlich bin noch nicht so wirklich gut, weil du musst wirklich, also es ist hure taktisch, und du hast auch viele Knöpfe, die du kannst drücken. Aber das sehen wir Gather one jetzt gerade. friendly. Ich persönlich habe glaub, 2 Angriffsklassen freigeschaltet und 3 Defensiv oder umgekehrt. Und das Spiel selber sagt, du sollst Minimum 3 haben, dass du überhaupt online kannst spielen oder sollst spielen. Und ich gehe eh gerade online spielen, weißt du, wie ich meine? Also es ist noch nicht ideal, wie ich da hier das Ganze spiele. Es gibt einen Singleplayer-Modus, es gibt einen Koop-Kampagnen-Modus, der auch noch interessant ist, ja, wo du kannst, glaub, irgendwie Terroristen kannst du jagen, meint, oder Mangler, musst du irgendwie auch irgendwie Bomben. Ist doch ein wie CS, halt, eine Bombe entschärfen, so in die Richtung geht's. We have been eliminated. So, und da geht's los. Wir müssen defenden. Und ich sehe schon, ich bin da eher Lückenbüßer. Das ist schon die dritte Runde. Es wird immer auf 4 Runden gespielt, so wie mir ist. Und wenn man je nur 2 hat, dann, naja, dann gibt es einen Overtime. Wir haben verschiedene Klassen, wie ihr hier auch seht. Ich habe jetzt hier den Castle genommen. Das ist ein bisschen einer, der ein bisschen alles kann. Ich hätte jetzt nicht mega stark, aber auch nicht mega schwach. Und jede von denen hat allerdings eine spezielle Fähigkeit. Außer der Recruit, das ist, wenn du gar keinen kennst, dann kannst du das wenigstens kannst spielen. Das kennt ihr, das ist einfach CS-Modus, so gesagt. Sie müssen sich auch retten. Und ich zeige euch jetzt ganz schnell, was ich. Okay, nice. Das war ein riesen Lag. Wo bin ich jetzt hier? Okay. Fuck you, was soll ich denn? The hostage location is compromised. Get ready. Und wir müssen natürlich jetzt schauen. Ich kenne aber die Map gar Ten nicht. Seconds left. Oh shit. Ich glaube, wir gehen einfach alle in den Raum. Meine Superfähigkeit ist, ich kann so Zeug versperren. Seht ihr da? Ja, da könnt ihr sich schlechter durch. So, das machen wir auch noch zu. Ja. Wobei, nein, das ist ein bisschen scheiße. Kann ich hier mein. Ja. Ich muss lieber zupacken. Machen da hier. Your barricade deployed. Und da auch noch, das sieht doch noch unsicher aus. Da, auch noch drauf. Tack, tack. So. Und ich tue auch noch hier noch mein Schutzschild her. Das kann ich auch noch machen, komm. Kann ich das nicht da hier immer gerne. Hallo? Schutzschild? Nicht. Kann ich hier nicht deployen? Ah, hier kann ich. Also, da muss ich hier her. Schön vor der hier. Bam! Ich kann mich auf die Seite tun, das ist einiges langsam, weil ich habe nicht gumpen. Ich bin nicht im CS. Oh, da kommen sie. Uiuiui. Wir sind noch drei. Und, oh. Ja.
da kommen sie. Und da. Oh shit, da ist einer. Oh, der hat mich. Die Polizei, die Pazilei hat mich gehabt. Da will noch einer. Ich sehe, das Ganze ist sehr, sehr taktisch. Und wir haben verloren. Aber ich habe ehrlich gesagt nichts dafür. Ich bin gerade verstanden, dass es einfach auf eine Runde drin war. Naja. Wenigstens habe ich ein bisschen Geld bekommen. Im Game selber kannst du alles freischalten. Ich habe jetzt beispielsweise auch nur ich glaube, ein Laser freischalten. Und du musst ja nicht nur den Charakter freischalten, du musst tatsächlich auch zum Beispiel, wenn du einen Schalldämpfer willst oder so, musst du das alles freischalten. Das ist so ein bisschen, naja, ist ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn du neu anfängst. Es gibt auch recht viele so Clans, wie der HTFH ein Lama und der HTFH nein, jetzt ist er weg, der andere Dude. Ah nein, da ist er wieder, der High to Fly. Und das ist schon noch cool, du hast schon einen Competitive Modus, den habe ich noch nicht freigeschaltet, aber anscheinend ist es wirklich so, dass du halt wirklich extrem viele so Clans hast, die gegeneinander spielen. Und das finde ich gut. Was auch wichtig ist, du kannst Team killen, wie du willst. Also wenn man doof gesagt, sind wir Attacke. Könnte ich auch meine Teammates umbringen. Das kann man machen. Es gibt immer wieder Trolls, die das machen. Und jetzt seht ihr etwas, was noch speziell ist. In der anderen Runde habe ich also mein Zeug aufgebaut und mich vorbereitet für die Attacke. Im Attackierteam kannst du ein bisschen Autoli fahren. Seht ihr da? Kannst du ausspionieren, was sie sind? Die Map habe ich noch nie gespielt. Das ist ein Flugzeug, hä? Kann ich da durch? Nicht da. Da hinten sind sie da. Aha! Und sie haben meine Drohne zerschossen. Aber wir haben gefunden, was das Zeug ist. Und so wie mehr ist, müssen wir dieses wieder befreien, so ein Hostage-Modus. 10 Sekunden zu go. Vielleicht bin ich das mal ein bisschen besser. Ich habe einen, der eine coole Funktion hat. Der hat einfach einen Hammer, den er durch die Wände tätschen kann. Also ich zeige es nachher gerade, das ist noch lustig. Proceed to the biohazard container and secure it. Oh. Also ich gehe jetzt hier. Woo! Also drauf tätschen. Seht ihr da etwas? Ich sehe nicht. Oh, da ist etwas! Da ist etwas! Dude! Du stirbst! Dude! Okay, jetzt ist doch nicht gestorben. Da hinten sind sie schon. Was ich jetzt machen, ist das da. Oh, das ist einer. Unbreakable Surface. Okay. Oh. Deploying breach charge. Fuck you. Fire. Stop it. Hier kann ich. Ja. Breaching charge going live. Also, da ist es. Firing charge! Ah, da ist niemand. Oh shit! Da ist einer gesehen. Oh shit! Drone activated.
Oh, das ist sie, die Wichser. Da hinten ist sie. Oh, gut. Hahaha, Flashbang, Scheiße. Ah, oh, ich sehe nichts. Oh, fuck, fuck, fuck. Hostile, stop securing the container. Hostile activity, neutralize the threat. Oh, nein, da hinge. Ah, oh, hinge, von hinge, von hinge. Von hinge ist einer angeschlichen. Ja. Aber das ist einer Clan-Modus. Schau da, hey, der hat es gemacht. Da. Der krass Claner ist da. Das ist Pro-Gamer. Schau da, wie er es genommen hat. Da. Bam, 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 bam. Ja, das Schild ist auch sehr stark, weil du kannst. Weil du kannst. Du bist mehr oder weniger unzerstörbar. Außer mit Explosionen. Oder von hinten natürlich. Der Rook, das ist so einer, der so Westen am Boden tut, das hilft dem ganzen Team. Der eine oder andere Recruit, der hat noch gar keine. Das ist sozusagen das Schlechteste vom Schlechten. Das ist, wenn du noch gar keine von diesen freigeschaltet hast, kannst du einfach spielen, der kann nichts, der kann einfach schießen. Ah ja, und Klassen sind nicht unterschiedlich, wenn der. Unterschiedlich Angriff und Verteidigung logischerweise. Hey, Armor hier. Sie wollen meine Armor nehmen, obwohl es viel besser ist, wenn man ihn hat. Naja. Ich gehe jetzt mal verdammt hardcore vorne, Lecker. Ich gehe ins Cockpit. Mal schauen. Ich kann nicht schauen, das schießt er. 5 seconds in. Ja, komm. Op 4 hasn't found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. Ich glaube, hier bin ich recht sicher. Ah, 2, ja. Na gut. Oh shit. Hallo Jule. Yeah, motherfucker! Yeah! Nicht da. Fuck, du Willi. Oh nein, nein, nein. So, komm, heal me, heal me. Dude, heal me. Ja, dann konnte ich mich heilen. Ja, Mann! Ja, dass da niemand reinkommt, machen wir das auch noch zu, hä? Op 4 found the biohazard container. Op 4 is securing the biohazard container. Oh, nein, nein, nein. Immediately. Op 4, last stop standing. Biohazard container securing pause. Take out the hostiles. Oh, Mann. Oh, da, ui, 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 da schießt etwas wieder drauf, du leck du weh. Das ist irgendwo da. Scheiße. Das ist Hure. Da. Ah, das ist nicht. Ah, da, na, da, alle da, das ist nicht. Ah, das ist von uns gesehen. Er hat gedacht, das ist von ihm.
nicht, das ist nicht. Das ist sehr aufreibend, weißt du, wie ich meine? Das ist fast durchdrehen. Oh, safety first. Ich habe auch keine Drohne mehr, die ich brauchen kann. Was ich machen kann, ist natürlich, ich kann die Kamera schauen, wenn ich irgendetwas schauen kann, ob ich irgendwo finde. Aber ich glaube nicht. Nein. Nein, das nicht. Er hat noch 4 Sekunden Zeit, der wird jetzt angreifen. Ah, he's in the back of the plane. Second floor. Okay. Operator remaining. Prevent further access to the biohazard. Successful. Yes, yes, yes. Look at the size, John. Look at that movie. Look at that movie. That's it. Ah, fuck. Ah. Ja, jetzt haben wir nochmal den Schild-Dude. Ich bin nicht so stark mit dem Schild-Dude irgendwie. Also, er ist einfach... Er ist... naja. Wir können hier immer ein Slowdown aussuchen. Da haben wir noch die Breach Charge. Das ist das Ding, was ich vorher gesehen habe, wo so Zeug kannst explodieren lassen und so. Sagen ist eine Smoke Grenade. Die ist extrem stark in diesem Spiel. Also, das ist wie CS. Das ist ganz... Das ist eine andere Liga. Jetzt gehen wir mal schauen. Und irgendetwas finden. Nicely done. The biohazard container has been located. Okay. Das ist schnell gegangen. Wo ist der? Es ist oben irgendwo. Ich muss mal schauen. Ich glaube, davor ist der. Ich glaube, das ist am gleichen Ort, oder nicht? Bin jetzt blöd. Insertion in 10 seconds. Nein, nicht 10 Sekunden. So, da können wir mal führen. Insertion in 5 seconds. Ich glaube, das ist im gleichen Ort. Ja. Proceed to the biohazard container and secure it. Ich gehe mal mit dem HTFH mit. Der kann scheint auch nicht zu sein. Was speziell ist, hier, du kannst, vielleicht kann ich es hier sogar, ah nein, ich kann nicht. Normalerweise kannst du noch so wie der Batman hochgehen mit so einem Seil und so Zeug. Das kannst du jetzt hier nehmen. Stay close to me. Irgendwas ist geballert. Wir gehen rein. Nein, jetzt ist einer da. Uiuiui. Hey, so, komm, du Wichser, komm, komm, stirb, yeah! Aha, aha. Oh, jetzt kommt wieder die Tür rückgeschossen. Jetzt hätte ich wieder da rumdrehen. Aber ja, ich bin gekillt, hä? Also. Oh, es sieht aber nicht gut aus für uns. Ah, Mann, wir sind gewonnen. Stimmt, ich habe nichts gesagt. Das sind wirklich die zwei, die so im Griff haben. Oh, Achtung. Der Lama. Und gewonnen. 3-0. Ich glaube, wir haben das Spiel gewonnen, hä? Ich muss noch einen schauen. Bum. Flawless Victory. Also, ich bin immer nicht ganz unnütz gesehen, das kann man sagen. Ich kann jedem das Spiel empfehlen, der Counter-Strike cool findet, aber manchmal das Gefühl hat, schau, ich bin einfach schön im Mittelfeld. Manchmal das Gefühl hat, ja, ich will es ein bisschen mehr realistischer haben, ich möchte es nicht so schnell haben. Das ist genau das Game für euch. Extrem taktisch, extrem. Also, das kommt vielleicht nicht so über, aber es ist extrem.
Es hat das ausdrücken. Du, es ist so, als würdest du auf Verstecke spielen und du hast eigentlich immer Angst, dass du irgendwo entdeckt wirst. Etwa so kann man sich das vorstellen. Von mir aus, du mir nur, huere überrascht. Du kannst auch Season Pass kaufen, du kannst Skins kaufen, aber du kommst den Content. Also Maps, neue Maps, die sie releasen und neue Waffen und neue Helden und die Operators, die verschiedenen Operators, kommst du gratis über. Und das ist, also für Ubisoft, das ist ein halbes Weltwunder, kommst du alles gratis über. Wenn du einen Season Pass hast, hast du einfach, musst du nicht Ingame-Währung, da die Währung da hier ausgeben, sondern kommst du alles gerade sofort über. Aber trotzdem, bei meinen, hey, ich habe jetzt irgendwie 3 Matches gespielt, du hast 1000. Normale Helden kosten 500.000, 2.000 rum, also ja, relativ easy. Und die ganz neuen Helden, okay, die sind teuer, die kosten irgendwie 25.000. Aber das bricht zusammen, wenn du ein bisschen spielst. Das ist jetzt nicht irgendwie, also man muss sagen, oh mein Gott, das brauche ich unbedingt. Ich finde es cool, es macht mir extrem Spass. Und ich hoffe, euch hat es auch Spass gemacht. Oben rechts könnt ihr abonnieren, könnt ihr liken, könnt ihr unten kommentieren. Und vielleicht sieht man sich ja auf dem Schlachtfeld.